Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Hier wieder im Bereich Tabellenkalkulation. Ich werde euch mal kurz und knapp zeigen, wie man ja über mehrere Tabellen Berechnungen ausführen kann. Es geht eigentlich relativ einfach. Ich werde erstmal ein paar Tabellen vorbereiten. Und wenn wir OpenOffice starten, also OpenOffice Calc oder eben Excel, haben wir hier schon ein paar Registerblätter, hier Tabelle 1 bis Tabelle 3. Und ich werde mir die jetzt so vorbereiten, dass ich hier erstmal die Namen ändere, damit wir natürlich immer den Überblick behalten. Mit der rechten Maustaste einfach hier raufklicken, Tabelle umbenennen und wir nehmen hier einfach mal Gesamtübersicht. In der Tabelle 2, auch mit der rechten Maustaste, nehmen wir hier Einnahmen. Und Tabelle 3, rechten Maustaste anklicken, Tabelle umbenennen. Und hier nehmen wir dann Ausgaben. Um das hier besser zu sehen, verschiebe ich hier erstmal den Anfasser etwas. Und wir können das hier drüber auch noch ein bisschen steuern, also verschieben. Und fangen wir mit den Einnahmen an. Ich klicke hier auf das Registerblatt Einnahmen, trage mir natürlich als Überschrift Einnahmen ein und gebe hier erstmal ein paar Zahlen ein. Nehmen wir mal 100, 200 und 300. Und hier schreibe ich Gesamtsumme. Verschieben können wir das hier über diesen Anfasser, einfach zwischen den beiden Spalten. Klicken mit der linken Maustaste und das etwas hier rüber ziehen bei gedrückter Maustaste. Und die Gesamtsumme können wir entweder hier über Summzeichen oder wir machen das händisch, einfach ein Gleichheitszeichen eingeben, Summe, Klammer auf und dann können wir schon mit der Maus den Bereich auswählen, den wir berechnen lassen wollen. Einfach Enter drücken und dann haben wir hier schon die Gesamtsumme. Das gleiche machen wir jetzt mit Ausgaben. Wir klicken hier auf das Registerblatt Ausgaben, schreiben hier als Überschrift Ausgaben rein, tragen wieder ein paar Werte ein. Ich nehme hier 50, 150 und 250 und auch hier wieder Gesamtsumme. Verschiebt das wieder hier zwischen. Wir können natürlich auch, damit wir die optimale Breite haben, hier einen Doppelklick ausführen. Das heißt, wenn wir zwischen die zwei Spalten den genauen Punkt treffen, dann sehen wir, dass sich die Maus oder der Mauszeiger etwas ändert. Einfach einen Doppelklick ausführen und dann wird das optimal angepasst. Hier machen wir das Gleiche. Wieder die Gesamtsumme ausrechnen. Diesmal gehe ich hier auf dieses Summenzeichen. Klick rauf und dann wählt er schon entsprechend die Summen aus. Wir können aber mit der Maus natürlich den Bereich entsprechend noch verändern. Drücken Enter und wir sehen schon, die Summe ist ausgerechnet. Wir haben ja jetzt noch nichts in der Gesamtübersicht und hier schreiben wir eben auch Gesamtübersicht. Dann schreiben wir hier Einnahmen, hier Ausgaben. Und jetzt bei Einnahmen möchten wir natürlich auf die Zelle zugreifen, wo wir bei den Einnahmen halt die Gesamtsumme ausgerechnet haben. Das geht wirklich einfach. Wir brauchen bloß ein Gleichheitszeichen eingeben. Gehen dann mit der linken Maustaste auf Einnahmen, wählen uns hier die Gesamtsumme aus und drücken einfach Enter. Automatisch wird dann hier der Wert eingetragen. Das gleiche machen wir mit den Ausgaben. Einfach ein Gleichheitszeichen eingeben, dann mit der linken Maustaste auf das Registerblatt Ausgaben und auch hier wieder die Gesamtsumme auswählen, Enter drücken und dann haben wir schon den Wert von den Ausgaben, also die Gesamtsumme der Ausgaben. Hier können wir jetzt beispielsweise Restsumme eingeben. Wählen diese Zelle hier aus, wo wir das berechnen möchten und brauchen nur gleich, um die Funktion auszulösen sozusagen. Wir wollen ja etwas berechnen. Nehmen wir hier die ein, also B3 ist ja Zelle B3 minus B4.
können wir jetzt entweder direkt eintragen oder wir klicken einfach auf die Maus, auf die Zelle. So, wir drücken Enter und schon wird das berechnet. Ändern wir jetzt irgendetwas bei den Einnahmen oder den Ausgaben? Ich trage jetzt hier einfach mal 1000 ein. Dann kriegen wir statt 600 jetzt 1500. Und wenn wir uns die Gesamtübersicht anschauen, dann wird das auch entsprechend sofort geändert. Das gleiche natürlich auch für die Ausgaben. Das heißt, sobald wir hier den Wert ändern, nehmen wir hier 600, dann steht statt 450 halt 800 hier. Und wenn wir hier in der Gesamtübersicht wieder uns das alles anschauen, dann sehen wir, dass das automatisch berechnet wird. Wie gesagt, das war nur eine kurze Einweisung. Ihr könnt natürlich die Tabellen unglaublich groß machen. Ihr könnt auch ganz andere Sachen berechnen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ihr über mehrere Tabellen halt rechnen könnt. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das geholfen. Ich würde mich freuen, euch dann auch bei einem anderen Tutorial von mir wiederzusehen. Bis dahin, ciao.